Mein Ziel war es immer, in diesem Bereich auch die Naturwissenschaften, also konkret den Physikunterricht, interessanter zu machen und für die Schülerinnen und Schüler motivierender machen, sich damit zu beschäftigen. Und da habe ich ja vor allem für die Stunden, die nicht im Physiksaal ablaufen, nach Möglichkeiten gesucht, die Schüler wirklich aktiv in den Unterricht einzubauen, dass sie nicht passive Zuhörer sind, so wie sie da jetzt leider sein müssen, sondern auch wirklich aktiv im Unterricht mitzumachen. Und da gibt es natürlich die PCs, klassische Variante, oder die Tablets, die wir jetzt haben. Nur kurz zu unserer Infrastruktur. Wir haben also einen E-Learning-Schwerpunkt mit 3 Informatikseelen und haben aber seit 3 Jahren diesen mobilen Informatikraum, wie ich ihn immer nenne, wo wir in so einem Wagerl mittlerweile 30 iPads in die Klassen bringen können. Und wie kommen die Lehrer dahin? Gibt ein Reservierungssystem, wo sie eben von zu Hause auch ihre Räume oder Geräte reservieren können. Was sind für Lernszenarien, die ich da ausprobiert habe oder in welchen Bereichen habe ich da gearbeitet? Das ist für das Lernen mit Simulationen, wo die Schüler also Experimente wirklich selber ausprobieren können und wirklich ihre Schüleraktivität damit gefördert wird. Damit man also vor solcher Situation wegkommt, wo also der Lehrer vorne ein Experiment aufbaut und sich dann freut, dass es funktioniert, der Schüler aber weniger begeistert ist, weil er sieht, dass sie höchstens ein, 2 Zeiger bewegen, beziehungsweise dass auf digitale Variante, das in dem Fall ist es glaube ich eine Parallelschaltung. Und für mich war dann ein wesentlicher Unterschied, dass die Schüler mit diesen Tablets dann selber das zusammenbauen können, selber messen können, selber die Messgeräte in der Hand haben. Das zweite ist ein multimedialer Ansatz, das multimediale Lernen. In den mittleren Abbildungen sehen Sie 2 Mädchen, die in dem klassischen Periodensystem arbeiten, aber das also mit animierten Elementen drin ist und schon ein ganz anderer Zugang, als wenn man ihnen die Tabelle gibt, die sie aus den Physikbüchern kennen. Und das dritte ist die Verwendung der iPads als mobile Labors, dass man, also, wie wir glaube ich in einem der vorigen Vortrags schon gehört haben, die Sensoren der Geräte verwendet und die Schüler wirklich mit Messgeräten durch die Gegend schicken kann. Ja? Vielleicht kurz noch, was ist der Unterschied von meiner Sicht das jetzt zwischen iOS und Android, zwischen diesen beiden Plattformen. Für mich ist einmal wichtig, dass man die Dinger synchronisieren kann, dass ich die gleichen Inhalte auf die Geräte bekomme. Das geht auf der einen Seite mit dem von vielen bekannten iTunes oder mit dem Programm Apple Configurator. Auf der anderen Seite gibt es Programme wie TabPilot, die diese Android-Geräte synchronisieren. Das heißt, das ist auf beiden Plattformen möglich, auf allen Geräten die gleichen Inhalte drauf zu haben. Für die Bereiche, wo mich ich interessiert habe, also naturwissenschaftlicher Bereich Physikunterricht, ist im Moment auf dieser iTunes-Plattform noch von den Applikationen ein wesentlich größerer Anteil vorhanden. Ich habe mir die Mühe gemacht, die 30 häufigst verwendeten Applikationen zu vergleichen und auf den beiden Plattformen zu suchen. Und da sieht man, dass in vielen Bereichen diese Android-Welt noch weiterentwickelt werden muss oder noch Apps entwickelt werden, die in dem Fall noch nicht auf dieser Plattform zur Verfügung sind. Zur Verwendung der PCs und Tablets im Schulbereich habe ich die Usability ein bisschen mir angeschaut und wir verwenden es also jetzt knapp 3 Jahre und sind also darauf gekommen, dass auf der einen Seite das wirklich extrem stabile Software ist, die Schüler können nichts verändern, die Geräte funktionieren nach wie vor, auch von der Hardware her, also es kommt nicht vor, dass da die Schüler also wirklich mutwillig da was zerstören, es ist von den 30 auch keines zerstört worden und wie gesagt, die hohe Qualität der Applikationen im Bereich Schule. Auch die Möglichkeiten, dass man gewisse Einstellungen leicht verändern kann, die Schüler oft ablenken.
zum Beispiel die Kamera, zum Beispiel FaceTime oder viele andere Sachen. Oder sogar man kann vielleicht den Safari-Browser ausblenden, wenn man will, dass die Schüler sich nur konzentriert mit einer gewissen Applikation beschäftigen und nicht durch FaceTime-Mails und so weiter abgelenkt werden. Und da ist für mich auch der Unterschied deutlich zu sehen im Vergleich zum Informatikraum. Wenn die Geräte auf den Tisch liegen, die Tablets, ist eine wesentlich bessere Kommunikation möglich, als wie, wenn wir so wie hier dazwischen hinter den Bildschirmen mehr oder weniger verschwinden und nicht ganz klar ist, ob da jetzt auf Facebook oder ein anderes Programm läuft, statt dem, mit dem man sich beschäftigen will. Die Nachteile der Tablets sind das Fehlen des USB-Anschlusses, der am Anfang, ich mache auch viele Lehrerausbildungen, der am Anfang von vielen Lehrern als Nachteil, großer Nachteil gesehen ist. Wie bringe ich meine Daten auf die Tablets? Jetzt hat sich die Nutzung der Cloud-Speicher, Dropbox oder wie immer sie heißen alle, schon durchgesetzt. Das Problem ist also nicht mehr so extrem. Das Zweite, was mich am Anfang extrem gestört hat, dass viele naturwissenschaftliche Anwendungen eben auf Java und Flash basieren, ob das jetzt Animationen sind oder Simulationen sind, und die auf den Tablets nicht laufen. Das habe ich jetzt auch eingeklammert, weil viele Seiten jetzt schon umgestellt werden auf die HTML5-Programmierung. Haben wir gerade gesehen, am Beispiel GeoGebra. Darf ich nichts dazu sagen, haben wir gerade einen ausführlichen Überblick bekommen. Aber auch vielleicht das, eine sehr interessante Seite von der University of Colorado, wo sehr, sehr viele hochqualitative naturwissenschaftliche Applikationen sind, die Java-basierend sind, also bis vor kurzem nur am Computer zu verwenden waren, jetzt aber auch umgestellt werden auf HTML5. Es ist noch nicht alles, bei weitem noch nicht alles umgestellt, nicht umgesetzt auf dieser Basis. Ähnlich wie bei GeoGebra wird daran auch noch gearbeitet. Ja. Was sehe ich, wenn ich mit den Klassen im Computerraum arbeite? Einige Sachen habe ich schon erwähnt. Zum Unterschied von den Tablets ist hier eine Benutzerverwaltung möglich. Die Schüler haben mit ihrem Login-Account Zugriff auf ihre eigenen Daten. Und man kann also vielleicht diese Ordnerstruktur den Schülern beibringen, dass sie schon von der Unterstufe, von der ersten Klasse an, ihre Ordner für Physik, Mathematik und so weiter zusammengelegt haben. Als Nachteil ist oft dann mit Klassen, wenn man reingeht, Login vergessen, Passwort funktioniert nicht, dass die Stunde unterbricht. Oder auch bei uns im Netzwerk schon vorgekommen, dass die Daten nicht mehr da sind, die in dem Profil gespeichert wurden. Und vor allem für kleinere, oder wenn der Lehrer ein bisschen unerfahren ist, dass dann beim Aufruf einer Java-Animation dann diese Sicherheitsabfragen kommen und die Schüler sagen, was soll ich jetzt sagen, soll ich da Nein oder Ja sagen oder was muss ich da jetzt machen, und dann das ein bisschen Unklarheiten bringt. Als nächsten Punkt möchte ich ein bisschen das kompetenzorientierte Modell für die Physik-Matura vorstellen, wo es jetzt darum also geht, auch die Schüler weg davon zu bringen, irgendwelche Formeln auswendig gelernt zu haben und die halt dann brav abzusagen, sondern wirklich ihr Wissen damit zuordnen können zu gewissen Vorgängen und selber mit Experimentieren Erkenntnisse gewinnen können und auch danach Schlüsse ziehen. Jetzt ist da vorgeschlagen von der Arbeitsgemeinschaft Physik, dass die Schüler auch im Rahmen der Matura dann kleine Experimente vorführen. Das ist von der Organisation her schwierig. Wie Sie wissen, ziehen die Fragen aus einem Fragenpool und der Physiklehrer müsste den ganzen Physiksee praktisch vorbereitet haben mit kleinen Experimenten aus jedem Bereich, weil er nicht weiß, was der zieht. Daher bin ich auch schon jetzt da testweise dazu übergegangen, Ihnen Animation zu geben, die Sie dann am Tablet durchführen, ob das jetzt jede Schaltung ist, die Sie am Tablet zusammenbauen, oder ob Sie Ihren Versuch machen im Strömungskanal als Simulation und dazu dann Ihre Anwendungen bringen oder Erklärungen bringen. Ich habe da als Beispiel reingegeben die Fahrt mit einer Rollercoasterbahn als Applikation in Coasterphysik benannt ist, wo also die Rollercoasterbahn eine Fahrt macht und mit aufgezeichnet wird Energie, Potenzialenergie, kinetische Energie, Beschleunigung, Geschwindigkeit, und dann soll der Schüler hier daraus Schlüsse ziehen, Anwendungen ableiten, welche Formeln passen dazu, welche Gesetze kann er da anwenden, und in weiterer Folge
kann man noch Aufgabe stellen, eine Bahn selber zu bauen und anzuschauen, ob er mit der Bahn wirklich dann Erfolg hat. Das heißt, ob seine Looping oder wie immer, was er drin hat, da wirklich funktioniert. Und als nächsten Punkt habe ich hier eine Abbildung in der Mitte, wo mit dem iPad die Beschleunigung gemessen wird. Das App heißt SparkView, das gibt es auch auf jeder Plattform. Und damit kann der Schüler also direkt zeigen, mit Interaktionen, das Gerät in der Hand, welche Beschleunigungen werden da angezeigt, in welchen Richtungen wird das angezeigt und so auch seine Kompetenzen zeigen ihm in diesem Bereich. Ja, da ist dieser Rollercoaster mal noch als Simulation dabei. Die wichtigsten Punkte habe ich schon erwähnt. Da sieht man noch einmal die beiden Energien im Vergleich und es ist ja wirklich so gemacht, dass der Energiesatz dann wirklich herauskommt. Also wenn er die beiden Werte addiert bei einer Abfahrt, kommt wirklich dieser konstante Energiesatz heraus. Das andere habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Auf der PC-Seite habe ich daher verwendet diese Applikation wieder aus der FED-Seite von der University of Colorado, wo die Schüler dann mit Bar-Diagrammen diesen Vergleich haben, wo sie also statt dem Rollercoaster den Skater haben, Skaterpark, und hier dann auch ihre Interpretationen bringen müssen und das auch wirklich selber durchführen müssen und nicht nur die Physik vor sich an der Tafel vorgeführt bekommen. Da sind viele mehr Möglichkeiten am Computer. Man kann Diagramme mitschreiben lassen und Energie-Zeit-Diagramm und so weiter. Als Augmented Reality-Anwendung würde ich fast diesen Teil bezeichnen. Das ist Video Physics, wie Sie das sehen, ist eine Software am iPad, mit der man eine Bewegung eines Gegenstandes filmt, ob das jetzt der Basketballer ist oder einfach mit einer Unterstufe ein Wagerl, das am Tisch vorbeigerollt wird oder ein Ball, der fallen gelassen wird. Und die Kamera zeichnet 30 Bilder pro Sekunde auf und der Schüler muss dann Frame für Frame den Gegenstand, den er untersuchen will, verfolgen. Das sind diese blauen Punkte, ich könnte es Ihnen dann zeigen, aber ich glaube, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber Sie können sich das vorstellen. Ja, dann schauen wir uns das kurz an. Ich habe also diese Videophysik-Applikation hier. Ja, da sieht man also diesen Film, ja, und das habe ich schon also gemacht, wo ich also dann Punkt für Punkt mit dem und Frame für Frame den da laufen lassen kann, ja, und dann also jetzt Frame für Frame den Ball hier verfolgen kann mit diesem Fadenkreuz. Ja. Und wenn man das genau macht und dann natürlich noch einen Bezugspunkt eingibt, eine Bezugsgröße eingibt, das ist hier mit diesem zweiten, mit der zweiten Schaltfläche, und einen Nullpunkt des Koordinatensystems setzt, das ist mit dieser dritten Schaltfläche, dann hat man praktisch einen räumlichen Bezugspunkt mit einer Einheit definiert und das App macht dann eine doch relativ genaue Analyse, wenn man vor allem mit dem Finger gut gearbeitet hat. Das ist einmal die XY-Darstellung der Raumkurve. Natürlich kann man es auch in zwei Dimensionen anschauen. Und hier sieht man dann schon die für den Physiker interessanteren Zusammenhänge. Hier ist in die X-Richtung die Zeit-Weg-Zusammenhang dargestellt, dass also in der X-Richtung ein linearer Zusammenhang ist. Und hier sieht man auch halbwegs eine konstante Geschwindigkeit in X-Richtung, weil die Reibung in dem Fall kaum eine Rolle spielt. Man kann auch diskutieren, jetzt vergleichen mit den Grafiken aus dem Physikbuch, wieso ist das hier so wackelig, die Genauigkeit besprechen. Und auch interessant der Zusammenhang in der Y-Richtung, also die Geschwindigkeit in der Y-Komponente, die hier als Zeitwegdiagramm und hier als Geschwindigkeitszeitdiagramm dargestellt wird. Und da kann man auch eine Zuordnung oder wie es im Kompetenzmodell gefordert ist, interpretieren dieses Grafiks. Man sieht, dass die Geschwindigkeit in Y-Richtung hier, wenn sie 0 ist, genau am Scheitelpunkt des Graphen erreicht wird. Und das kann man mit einigen und vielen anderen Bewegungen relativ einfach erreichen, wo man in einer Stunde das wirklich durchgeführt hat, ob man jetzt da eine Pendelschwingung analysiert oder irgendwas anderes, eine andere einfache Bewegung. Jetzt schauen wir, wo waren wir da mit dem Brezit, da waren wir, ja.
müssen wir da wieder eingehen. Also damit hat man, wenn man das jetzt mit dem PC vergleicht, habe ich früher auch versucht, das am PC zu machen. Das ist dann natürlich schon ein Aufwand, den ich eigentlich dann im normalen Unterricht nicht machen kann. Man braucht, wie Sie wissen, eine Kamera, muss die Kamera dann die Files dann in den Computer laden und dann in der Software und so weiter. Also da sind diese Tablets natürlich diesen Dingen wesentlich voraus. Ich muss jetzt wieder an die Stelle kommen, wo wir waren. Und das haben wir auch schon gesehen. Da gibt es aber noch keine Android-App, oder? Von dem gibt es noch keine Android-App. Das ist es, was ich am Anfang gezeigt habe mit der Statistik. Von dem gibt es leider noch kein Android-App. Es gibt zwar eine Software, die habe ich dann hier angeführt für den PC. Also da ist noch eine Grafik von einem Schüler gemacht von einer Schwingung. Wie gesagt, auf diese Software ist die Software für den PC. Man hat natürlich viel mehr Möglichkeiten in der Analyse, ob das jetzt eine Tabellenkalkulation ist oder anders. Aber für die Anwendungen, die ich brauche, also vor allem in der allgemeinbildenden Schule, wo ich den Schülern die Grundkompetenzen einmal nahebringen will, ist das eigentlich schon fast zu weiterführend oder zu aufwendig. Das kann man in einem Laborkurs machen, meiner Meinung nach, aber nicht in dem Regelunterricht Physik. Den letzten Punkt, was ich erwähnt habe, mit dem Messen von Sensoren, das ist wieder was auf beiden Plattformen möglich. Das ist dieses App SparkView, mit dem man auf die Sensoren, die im iPad eingebaut sind, zugreifen kann. Bewegungssensoren vor allem. Hier sind sie die Aufzeichnung einer Bewegung, wo die Schüler mit dem Accelerometer, also durch gewisse Tests gemacht haben. Aber man kann mit Hilfe dieses Apps auch per Bluetooth diese Konatex-Sensoren kombinieren, die es vielleicht in vielen Physiklabors gibt, die für Experimente auch am normalen PC geeignet sind, indem man sie mit USB koppelt. Hier werden die Daten mit einem angeschlossenen Bluetooth-Adapter an das iPad geschickt und natürlich ist man dann viel flexibler. Man kann von CO2, Luftdruck und so weiter, war daherhin interessant, dass man da eine CO2-Messung macht. Ich machte die vor dem Vortrag, jetzt nach dem Vortrag, hätte man, glaube ich, sehr interessante Werte herausgefunden. Biologielehrer hat sich damit schon auseinandergesetzt. Also da gibt es wirklich viele, viele Anwendungen, die diesen Bereich abdecken. Am Computer, wie gesagt, ist es auch möglich. Natürlich die Flexibilität, die man da hat, ist nicht gegeben. Sie sehen hier ein Mädchen, die mit dem Luftdrucksensor durchs Schulhaus spaziert und eben feststellt, dass der Luftdruck, wenn sie vom dritten Stock in das Erdgeschoss geht, zunimmt und wenn sie wieder rauf geht, abnimmt. Ich glaube, ein bisschen sieht man das am Foto. Und dann ihre Schlüsse daraus ziehen soll. Diese Grafik ist auch interessant. Da habe ich den GPS-Sensor verwendet und eine Unterstufenklasse iPad-Wanderung, die Schüler mit den iPads und so auf eine kleine Wanderung im Schulhaus geschickt und habe gesagt, na, ich sehe natürlich, wo ihr euch da aufhält. Wenn ihr da einen Spielplatz zum Spaß, Supermarkt abzweigt, ja, will ich nicht. Und was hat das App gemacht? Es hat eine Bewegungskurve, Bewegungsdiagramme aufgezeichnet. Das heißt, die haben nachher müssen interpretieren, wie war ihre Durchschnittsgeschwindigkeit, wo haben sie beschleunigt, wo haben sie verzögert. Also auch das eine Möglichkeit, wo sie selber das in der Hand haben und selber da was interpretieren mussten und auch die Motivation eine ganz andere ist, als wenn man Grafiken aus dem Buch hernimmt, weil sie wirklich aus der Praxis kommen. Ja, die Anwendung mit PC gibt es diese Software ebenfalls, habe ich auch erwähnt. Die Sensoren sind die gleichen. Man ist halt nicht so beweglich und hat diese Mobilität nicht so als wie mit einem Tablet. Als letztes möchte ich noch ein bisschen was über diese Airplay-Geschichte in Klassenzimmern erzählen. Mir ist es immer sehr wichtig, auch, dass die Schüler zeigen, was sie machen, was sie gerade gemessen haben, was sie gerade vor sich haben. Und das geht mit dieser Technik sehr leicht, dass man nämlich den Inhalt der Tablets auf den PC kriegt. Die erste Lösung ist die einfachste Lösung. Man nimmt dieses Apple TV Kastler und verbindet das mit dem Beamer. Das Tablet und das Apple TV müssen im gleichen WLAN sein. Und dann kann man mit allen iOS-Geräten mit dieser Airplay-Funktion, die auf dem Beamer bekommen, auch relativ einfach alle Mac-Geräte, aber auch die Windows-Plattform hat
die Möglichkeit, sich mit diesem Apple TV zu verbinden. Also wir haben in den Klassen normale Windows-PCs liegen. Also wenn man da sich dann in diese Apple TV-Sache einloggen will, braucht man eine kleine Software. Das ist AirPairDot, der frei ist, glaube ich, wenn man es nur 10 Minuten nutzt und dann, glaube ich, hat $10 kosten. Relativ kleine Software-Applikation, die dann den Zugriff auf dieses Apple TV ermöglicht. Umgekehrt, wenn ich einen fixen PC habe, der schon mit dem Beamer verbunden ist und das jetzt nicht mehr umstecken will, kann ich hier auch eine Softwarelösung machen, dass ich also sowohl PC als auch iOS-Geräte dann auf dem Beamer zeige, indem ich dieses Software Reflektor am PC installiert habe. Das ist also für PC und Mac-Plattform erhältlich und dieser Reflektor spiegelt mir dann den Inhalt des iPads auf dem Beamer, beziehungsweise alternative Software ist der AirServer. Es sind beide ja ähnlich. Beim Reflektor kann man noch dazu diese Bewegung, wenn es als dynamische Präsentation ist, als kleines Videoclip aufzeichnen. Ich habe da unten eine Abbildung, das wollte jetzt noch nicht so weit. Also da diese Abbildung wollte ich da noch zeigen, wo man diese Darstellung von der Reflektor-Homepage sieht. Beziehungsweise hier daneben ist es von dem AirServer. Man sieht hier eingeloggt, das ist glaube ich ein iPad, das ist ein Handy sogar. Also da habe ich 4 Schüler drin und ich kann dann auswählen, welchen Schüler ich dann groß herausholen will, groß sehen will und welcher Schüler mir da präsentieren soll, seine Ergebnisse zum Beispiel. Ja. Auch eine gute Lösung. Man sieht es auch hier, glaube ich, in dem Foto ganz oben, dass hier dann ein Mädchen gerade ihre Arbeit am Coaster Physics auf dem Beamer wirft. Ja, ich bin schon am Ende, fast am Ende. Was sind für mich die Ergebnisse? Dass also die iPads wirklich im naturwissenschaftlichen Unterricht doch Sinn machen, viele Möglichkeiten mir geben, die ich sonst nicht habe, vor allem wenn ich nicht im Physiksaal bin und vor allem die Schüler zur aktiven Mitarbeit zu bringen, dass sie wirklich aktiv an ihren Sachen arbeiten und selbst Sachen herausfinden können, selbst Sachen messen können und direkt mit dem Inhalt praktisch in Kontakt treten können, ob das jetzt eine Luftzugmessung ist oder eine Bewegung ist. Natürlich wären da jetzt auch viele neue didaktische Modelle notwendig. Ist klar, dass man nicht dann sagen kann, ohne Vorbereitung mit dem Gerät so im Vorbeigehen, kann man damit im Stegreif nicht arbeiten. Also man muss sich da schon überlegen, wie setze ich das in den Unterricht ein und wie bringe ich das hinein. Und da komme ich jetzt schon zu meinem letzten Punkt. Ich bin auch in einem internationalen Projekt dabei, das heißt Open Discovery Space Projekt, wo EU-finanziert aus 22 Länder, 51 Organisationen mitarbeiten und da versuchen, Konzepte und Inhalte auf dieser Plattform bereitzustellen. Und da sind also von Finnland, Norwegen bis diese südlichen Länder, da ist auch ganz interessant hier die Meinungen und die Beiträge zu lesen. Es ist so eine Community-Form, wo also so eine soziale Plattform auch ist. Wenn Sie Lust und Zeit haben, schauen Sie einmal auf dieses Portal Open Discovery Space. Man kann sich da also, ohne dass man sich anmeldet, einmal die Inhalte anschauen. Man kann sich aber auch anmelden und Beiträge posten zu gewissen Inhalten. Ja, dann bin ich schon am Ende und hoffe, die Zeit nicht allzu sehr verstehen haben. Ja, gut. Gut, dann sage ich vielen Dank.